Hallo ihr Lieben, herzlich willkommen bei Spiel mit mir Kinderspielzeug. Ich habe hier heute zwei intelligente Knetmassen. Das ist einmal reines Platin und Schneesturm. Und ich hatte mich gefragt, ob die beiden vielleicht recht ähnlich sind. Ich habe euch letztes Mal reines Platin vorgestellt. Und ja, irgendwie hat mich das direkt an den Schneesturm erinnert. Und ich wollte einfach das Ganze mal vergleichen. Ich hatte erst ein bisschen Angst, dass vielleicht Kahn diesen Schneesturm schon komplett aufgebraucht hat. Der ist ja immer so, dass der gerne irgendwas mischt oder einen Mixer tut. Und manchmal schaue ich in diese intelligenten Knetdosen und dann ist da kaum mehr Knete drin, weil Kahn da irgendwas wieder mit zusammengemischt hat. Aber ich habe hier reingeschaut. Hier ist noch einiges drin. Also eine schöne Portion noch. Und deswegen kann ich jetzt heute diesen Vergleich machen. Ich hatte euch auch gefragt, ob ihr Lust habt, dass ich das Ganze mal zusammen vergleiche. Hier ist noch ein bisschen Blau drin. Das war bestimmt dann auch Kahn. Bei einer seiner Mischaktionen. Aber so haben wir jetzt hier den Schneesturm. Es ist so schön gräulich mit ganz vielen kleinen Glitzerpartikeln. Also so ein richtiger Schneesturm. Die Glitzerpartikel sind auch so farbig, also schimmern so leicht rot, bläulich, gelb, gold. Trotzdem macht das Ganze so einen silbernen Eindruck oder eben vielleicht auch einen Platin-Eindruck. Und das Ganze will ich jetzt vergleichen mit reines Platin. Bin jetzt mal gespannt, wenn ich das daneben lege. Oh, das klebt ja am Deckel fest. Ah nee, also da ist doch noch ein großer Unterschied. Sind doch nicht so ähnlich, wie ich dachte. Beides hat so einen Silber-Platin-Effekt mit Schimmer und Glitzer, aber doch recht unterschiedlich. Also Platin ist ja so eigentlich so silberfarben. Könnte man schon fast verwechseln mit Silber. Aber dieses hat auch so einen leicht goldenen Schimmer. Also es sieht doch ein bisschen anders aus als Silber und ist ja viel, viel wertvoller als Silber. Man sagt ja immer Bronze, Silber, Gold, Platin. Also Platin ist so das Wertvollste überhaupt. Wenn man so einen Platinstein hat, sag ich mal, einen Platinklumpen, dann ist man, glaube ich, richtig reich. Ich habe ja hier so einen Platinklumpen. Leider nur aus intelligenter Knete, aber eigentlich auch zum Glück aus intelligenter Knete. Das macht nämlich echt Spaß, diese intelligente Knete zu kneten und auseinanderzuziehen und auseinanderzureißen. Kann man ja so auseinanderreißen. Und der Schneesturm, der verhält sich ganz genauso. Man kann den auch schön auseinanderziehen, auseinanderreißen oder man kann die auch beide gut auf den Tisch springen lassen. Die springen wie ein Flummi. Also man kann die auch richtig von oben auf den Boden werfen, dann springen die wieder bis oben hoch. Jetzt schauen wir uns die nochmal ein bisschen an. Also bei reinem Platin habe ich das Gefühl, da sind viel größere Glitzerpartikel drin. Das sieht so ein bisschen aus, als ob da wirklich so Metall mit drin wäre. Und wenn man das Ganze so bewegt, glitzert das einfach extrem stark. Ich habe eben schon gesagt, es hat so ein bisschen so einen Silberton, aber auch so leicht wärmer die Farbe. Also so leicht geht es auch ins Goldige. Vielleicht so eine Mischung aus Gold und Silber mit ein bisschen mehr Silber als Gold. So sieht es aus und sieht so schön schimmernd aus. Also richtig erinnert mich auch ein bisschen an Alufolie. Aber richtig toll von der Farbe. Und hier die Glitzerpartikel sind auf jeden Fall weniger, kleiner und bunter und auch so der Grundfarbton ist hier gräulicher und hier ja, etwas bräunlicher vielleicht sogar. Wenn man das so auseinanderzieht, sind die auch beide so ein bisschen durchsichtig. Also man kann da so ein bisschen durchschauen. Hier ja auch. Aber ich glaube, der Schneesturm ist noch ein bisschen durchsichtiger. Also da kann man besser durchgucken. Wenn ich die Augen zumache, fühlen die sich eigentlich fast gleich an. Nur, dass ich eben merke, hier, das ist ein bisschen eine kleinere Portion. Aber sonst so vom Gefühl sind die gleich. Und die haben ja auch so die gleichen Eigenschaften. Nur farblich etwas unterschiedlich. Aber also da gibt es andere Knetmassen, die ganz anders aussehen. Ich finde, das ist schon, die passen schon gut zusammen. Also eine schöne Kombination. Ihr könnt ja mal in die Kommentare schreiben, welche euch besser gefällt. Ich mochte immer Schneesturm so gerne, aber ich muss sagen, Platin gefällt mir jetzt doch noch etwas besser, weil es noch mehr schimmert und irgendwie noch viel wertvoller aussieht. Was mögt ihr lieber? Ist es reines Platin oder ist es Schneesturm? Beides intelligente Knete. Gerne mal unten in die Kommentare schreiben, welche euch besser gefällt. Und vielleicht habt ihr noch eine Idee, mit was soll ich die noch vergleichen? Soll ich vielleicht nochmal ein Favoritenvideo machen, welche meine lieblingsintelligenten Knetsorten sind? Gerne unten in die Kommentare schreiben, gerne einen Daumen nach oben dalassen. Und sonst schaut natürlich auch unsere anderen Videos, die vielen intelligente Knete, Schleim, Glibber oder Sickclay-Videos oder Wolkenschleim.
Also da gerne überall nochmal reinschauen oder sonst in unsere vielen anderen Spielzeugvideos. Wenn ihr noch Wünsche habt, was soll ich noch vergleichen, alles unten reinschreiben. Ja, und das war's dann für heute. Bis zum nächsten Mal. Tschüss!